Mulm. Es wurde Zeit für eine Neuerfindung im Fastfood-Markt. Dabei war es ein ganz normaler Tag. Ich schaute Bild auf YouTube. Ja, das mache ich wirklich. Als ich ihn dann vor meinen Augen sah. Der neue KFC-Donut. Ich konnte es gar nicht so recht glauben. Ich als eingefleischter KFC-Fan, auch wenn ich nicht schwarz bin, habe bisher schon so fast alles auf dem Markt probiert, was es so gibt. Ja, richtig lecker, richtig lecker. Hab sogar eine KFC-Pizza gemacht. Oh mein Gott, mega lecker einfach nur. Doch ich beschloss jetzt mal einfach den neuen KFC-Donut zu probieren. Ja, so sieht der ganze Donut aus. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg. Ich machte mich auf eine lange Reise zum 10-minütigen KFC. Und hier gab's ihn, den neuen KFC-Donut. Ja, hier drin ist der neue KFC-Donut und diesen werden wir jetzt einfach mal testen. Aber erstmal zurück ins Studio. Ja, so sieht der neue KFC-Donut aus. Auf jeden Fall genauso wie auf dem Foto. Und ich bin richtig gespannt, wie der so ist. Jetzt ekeln sich wahrscheinlich wieder die meisten wie bei meinem Nutella mit Wurst-Video. Oh mein Gott, schmeckt das geil. Der schmeckt richtig gut. Wirklich, das schmeckt richtig gut. Spaß, den KFC-Donut gibt es bisher nur in den USA, also das war jetzt ein Fake gewesen. Aber ich habe ihn mal 1:1 nachgemacht. Man sieht hier einmal die beiden Donuts, die sind mit so einer Glasur bestrichen. Dann in der Mitte das KFC-Fleisch. Und dazwischen sieht man auch nochmal Zuckerglasur. Daher habe ich mal Hähnchenfleisch und 2 Dunkin' Donuts genommen. Und fertig ist der KFC-Donut. Lecker. Der soll halt genauso schmecken wie das Original. Doch was wäre ich nicht, Mauli, wenn ich noch ein paar andere Essenskombinationen auf Lager hätte? Die KFC-Pizza damals war ja mega geil. Wie wär's nicht mal mit einem meiner Lieblingsgerichte? Eine KFC-Geflügelrolle. Oh mein Gott, das ist so ein Orgasmus im Mund. Mega nice, mega nice. Oder ein KFC-Croissant. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Oder, ja, schaltet lieber ab, jetzt wird's ekelhaft. Na gut, ich habe euch gewarnt. Eine KFC-Schokolade. Ganz ehrlich, was mache ich nur hier? Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Macht gerne mal den KFC-Donut nach, der schmeckt eigentlich echt nice. Müsste eigentlich auch mal Tanzverbot probieren. Doppelbiss. Dieses Video war zwar klein, aber fein. Grüße gehen raus an Tani. Und lasst wie immer ein Like da. Ciao.